So, es ist Donnerstag, eine neue Vlogwoche beginnt. Ich war schon arbeiten, ich hatte nämlich Frühschicht. Ja, jetzt bin ich zu Hause. Vor der Tür ist eine Baustelle. Ich dachte mir so, soll ich tatsächlich mich an die Ampel stellen, um dann einmal rumzufahren, um dann auf meinen Parkplatz zu fahren? Nö. Ich habe einfach die Ampel umfahren. Das ist doch totaler Schwachsinn. Da musst du durch eine Ampel durch, um auf dein eigenes Grundstück zu fahren. Das ist totaler Schwachsinn. Da rege ich mich jeden Tag drüber auf. Vor allem, die Baustelle ist ja laut. Dann ist da hinten noch eine Baustelle. Zwei Baustellen und jeden Tag so ein Lärm. Das nervt. Aber gut. Ist halt so. Musste halt das Fenster zumachen und die Balkontür zumachen. Dann geht's. Dann ist es halbwegs erträglich. Naja, ich melde mich später. Hi, willkommen auf dem Freitag. Ich hatte heute Morgen einen richtig schönen Morgen. Und zwar bin ich heute Morgen zur Arbeit gefahren. Und dann sind da ja links und rechts so schöne große Felder, die gerade mit dem Mähdrescher bearbeitet wurden. Und dann sehe ich nur noch was aus dem von diesem Feld von rechts nach links hüpfen. Und dann sind da zwei kleine süße Rehe, also Rehbabys, Rehkitzer, von der einen Seite der Straße auf die Straße gesprungen, auf die andere Weide. Und dann haben die Fangen gespielt. Das war so süß, wie die miteinander gespielt haben, ne? da fängt das eine Rehkitz, das andere Rehkitz. Läuft wie wild hinter dem anderen Rehkitz hinterher und stupst das mit dem Näschen an, dreht sich dann, läuft weg, einmal quer über das Feld und das andere Rehkitz läuft hinterher, dann überqueren die ständig die Straße, laufen hin, das eine Rehkätzchen stupst das andere an, dann läuft das Rehkätzchen wieder über die Straße, stupst das andere Rehkätzchen an und dann spielen die ganze Zeit hin und her, hin und her. Ja. Und dann haben die sich auf diesem riesengroßen Feld, ne, das ist also ein riesengroßes Feld, richtig ausgetobt, ne? Da haben die Fangen gespielt. Das war echt süß, so zwei kleine Baby-Rehkitze. Und dann haben die zusammen Fangen gespielt. Oh, das war echt süß. Ja, aber immer so mit dem Näschen anstoßen, das andere Rehkitz, damit das andere Rehkitz weiß, okay, jetzt laufe ich hinter dem anderen hinterher. Ich wollte heute Morgen ein Foto machen, ne? Oder zumindest die Videokamera mitlaufen lassen. Aber diese Rehkitze waren ja so schnell. Ich musste erst das Auto anhalten. Ich musste ja eh langsamer fahren. Dann musste ich das Auto anhalten. Dann habe ich nach meinem Handy gesucht. Und dann waren die Rehkitze leider schon weg. Weil das mit dem Handy suchen in meiner riesengroßen Bermuda-Tasche, das funktioniert ja gar nicht. Die Tasche ist viel zu groß. Und mein Handy war leider so tief darin versunken, dass ich es leider nicht sofort griffbereit hatte. Und dann habe ich angehalten, habe die Scheibe runtergemacht, weil ich dachte, ich kriege sie vielleicht noch auf so ein kleines Bild drauf. Aber dann kam von hinten leider ein Auto und dann musste ich ja leider zur Arbeit fahren. Dann musste ich leider das Fenster hochmachen und weiterfahren. Ja, war schon schade, weil ich hätte es gerne auf dem Video gehabt. Naja. Kann man halt nichts machen. Aber, weißt du, was mir dann aufgefallen ist? Ich bin dann noch mal 100 Meter weiter gefahren. Da waren zwei Hasen, Babyhasen. Die haben genau dasselbe Spiel gespielt. Die haben Fangen gespielt miteinander und haben dann immer mit ihren Pfoten hinten geklopft. Vor lauter Freude. Ja, sowas erlebt man, wenn man auf dem Dorf lebt und morgens Landstraße fährt. Aber ich finde das schon sehr schön. Vor allem, wenn die Babys noch so klein sind und dann fangen die an, rumzutoben und zu spielen. Und die zwei Häschen, die hatten auch ein ganzes komplettes Feld. Auf der rechten Seite hatten die komplett frei. Und dann haben sie mal Fangen gespielt. Das ist echt ein Bild für die Götter. Aber hinter mir war leider ein Auto. Ich konnte nicht anhalten. Naja, aber manchmal hat man das schon mal. Als ich in der Ausbildung war, da bin ich an einem Feld dran vorbeigefahren. Da standen 30 Hirsche. Aber so richtige Hirsche mit Hirschgeweih. Ich habe
ich bin ganz langsam gefahren, weil ich die nicht erschrecken wollte. Und dann habe ich angefangen, sie zu zählen. Und das waren über 30. Da standen, glaube ich, nur 10 von diesen riesengroßen Bullen mit diesen riesengroßen Hörnern und ganz viele kleine Baby-Rehkitze dazwischen. 30 Stück auf einen Haufen. Das war schon phänomenal. Heute genieße ich es mehr als früher. So, ich werde jetzt das Handy zur Seite legen, weil ich jetzt einen Kaffee trinken gehe. So, ihr seht, ich bin schon richtig schön am Arbeiten. Seht ihr gerade die Qualitätsprüfung für dieses Buch? So, was haben wir dann hier Schönes? Ah, genau. Jetzt muss ich nur noch auf den Endpreis gehen. Das dauert immer ein kleines bisschen. So, ich gebe hier dann Amazon Deutschland ein. Das sind 3,51 Euro an Tantiemen. So, speichern und fortfahren. So sieht das dann aus. So, ich bin schon fleißig am Arbeiten gewesen. Bin jetzt auch gerade fertig geworden. Oh, ich sehe hier schon wieder total zerzaust aus. Ja, ich wollte mir da mal eben was zu essen warm machen, weil ich mir dachte, komm, ich habe noch ein bisschen Reis, weil ich hatte Reispfanne gemacht die letzten paar Tage, also die letzten 2 Tage. Dann habe ich vorgestern was gegessen davon, gestern, und dann wollte ich heute den Rest davon essen. Und dann fällt mir die Aufbewahrungsbox runter. Ich stehe vor der Mikrowelle, wollte das Zeug da reinschieben und dann fällt mir das aus der Hand raus, der Deckel geht auf und der ganze komplette Reis, die ganze komplette Reispfanne liegt einmal komplett auf dem Boden. Ich sagte, ich war schon angepisst und dabei wollte ich was essen. Und jetzt musste ich eine Pizza in den Ofen schieben, weil ich auch keine Lust mehr habe, jetzt um also kurz vor 8 haben wir jetzt, noch großartig zu kochen. Ich habe heute Morgen Frühschicht gehabt, bin von der Arbeit nach Hause gekommen und habe dann hier angefangen zu arbeiten, obwohl ich total müde war. Und ja, ich habe dann 5 Buchcover erstellt, habe dann 5 Bücher wieder hochgeladen. Und das ist natürlich anstrengend, weil es gibt ja auch keine schnelle Lösung. Nein, es geht immer nur langsam, Stück für Stück. Das nervt mich halt schon. Naja, jetzt warte ich auf meine Pizza. Aber was ich euch mal zeigen wollte. Hier kommen meine Tomaten raus. Hier wachsen meine Tomaten nämlich auch schon, seht ihr das? Aber wisst ihr, was ich richtig geil finde? Ich habe ja vor einer Woche habe ich erst Kartoffeln angepflanzt. Ne? Guckt mal, wie groß die schon sind. Die sind richtig geschossen. Und dann hier. Die kommen richtig schön raus. Die haben einen ordentlichen Schuss bekommen. Die muss ich nämlich jetzt gleich noch düngen. Weil das sieht mir ein bisschen trocken aus hier vorne. Die Kartoffeln, die habe ich, glaube ich, vor einer Woche oder anderthalb Wochen habe ich die erst eingepflanzt. Da wart ihr ja dabei, weil ich habe euch ja das Video gezeigt, wo ich die Kartoffeln geerntet habe. Und seitdem haben die einen ordentlichen Schuss bekommen. Da kann ich bald schon wieder ernten. September, Juli.
August, September, Oktober. Oktober. Dann bin ich mal gespannt. Ich muss noch Kokosnusserde vorbereiten, weil ich muss nämlich noch die anhäufen noch ein bisschen. Mal gucken, ob das was wird. Naja. Ich habe ja hier noch so ein bisschen Erde drinne. Das seht ihr wahrscheinlich nicht. Ich habe hier noch so Erde drinne. Da dachte ich mir, ich könnte die so ein bisschen hier mit anhäufen. Das ist immer so ein bisschen schlecht. Weil ich habe nämlich jetzt auch gerade nichts anderes da, womit ich die aufhäufen könnte. Und da muss das jetzt auch hier mitgehen. Oh, Scheiße. Guck mal, ich habe noch eine kleine Kartoffel gefunden. So, ich habe schon wieder ordentlich Dreck produziert. Guck mal, jetzt habe ich die so ein bisschen angehäuft, damit die so ein bisschen rauskommen. Aber ich habe hier ganz viel Dreck angehäuft. Naja, es wird schon irgendwie gehen, ne? Ich muss halt ein bisschen sauber machen. Aber es heißt ja, wenn die Kartoffeln so ein bisschen groß rauskommen, also das Grundzeug von den Kartoffeln, dann soll man die anhäufen. So, und das habe ich ja gemacht. Also dürfte das funktionieren. So. Ich melde mich morgen wieder. Es ist Sonntag, es ist Waschtag. Das ist halt immer blöd, wenn man nur einen einzigen freien Tag hat in der Woche, beziehungsweise zwei freie Tage. Ich habe halt immer den... Ich habe halt immer den Sonntag frei.
ich immer noch einen Tag in der Woche. So, der eine Tag in der Woche, der ist immer verplant mit Arbeit, weil alles, was ich auf dem Sonntag nicht erledigen kann, muss ich halt ganz schnell und ganz spontan dann in dem einen freien Tag in der Woche machen. Und ja, sonntags wisst ihr ja selber, sonntags ist Ruhetag. Das heißt, sonntags könnt ihr gar nicht so viel machen. Außer alles, was leise ist. Und dazu zählt halt Wäsche waschen. Du kannst sonntags nicht mal einen Staubsauger laufen lassen. So. So, das habe ich jetzt erstmal gemacht, die erste Waschmaschine. Vor allem als Single lohnt sich das ja auch gar nicht so, Wäsche zu waschen, weil die Waschmaschine gar nicht so richtig voll geht. Man hat dann immer so eine halbe Ladung. Lohnt sich nicht wirklich, aber man hat halt keine andere Wahl. Da sind halt Arbeitsklamotten drin und die brauche ich halt. So. Ich habe gestern vergessen, die Blumen zu gießen. Naja. Macht nichts, mache ich heute. Meine Stecklinge hier vorne, die brauchen auch ganz dringend Wasser. Naja. Schnell Wäsche aufgehangen. Das musste ja schließlich auch mal sein. Gott, wisst ihr, was ich am Überlegen bin? Dieses Regal hinter mir, ne? Das ist zwar schön und gut, aber da steht auch so viel Mist drauf. Ich meine, meine Aktenordner müssen da nicht wirklich stehen und wichtig sind sie auch nicht. Theoretisch könnte ich sie in den Schrank packen. Ich muss nämlich noch ein Schuhregal finden. Und alles, was in meiner Wohnung keinen Platz hat, findet man ausschließlich in meinem Büro. Hier sammelt sich halt alles. Naja. Das habe ich nämlich auch noch vor. Ich muss unbedingt ein Schuhregal finden, damit das Schlafzimmer wenigstens halbwegs frei wird. Weil da habe ich nämlich auch noch so viel Gerümpel stehen. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, soll ich die Sachen bei eBay verkaufen oder soll ich sie einfach in die Kleidersammlung stecken. Keine Ahnung, keine Ahnung. Naja, ich werde mir heute auf dem Sonntag noch was einfallen lassen. So, stehe in meinem Schlafzimmer. Ich habe euch ja gesagt, ich war am Ausmisten. Das habt ihr ja schon vor ein oder zwei Videos, habt ihr das ja schon gesehen. Meine Haare stehen schon wieder ab. Egal. Ich war am Ausmisten. So, ich habe euch ja gesagt, beim Ausmisten, ich muss mal diese Hosen anprobieren. So, dann habe ich hier ja noch eine. Und noch eine dritte. Das waren meine einzigen Jeans, die noch übrig geblieben sind. Ich muss euch leider mitteilen, keine einzige Hose passt. Ich habe versucht, die über meine Oberschenkel zu ziehen. Ich kriege sie nicht mehr drüber. Aber ich weiß auch gar nicht, was für eine Hosengröße das ist. Ich glaube 34 oder 36. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich kann euch mitteilen, die passen nicht mehr. Ja, jetzt habe ich nur noch diesen einen Schrank. Da sind nur noch Arbeitshosen drin. Also ihr seht, Shopping, 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 einkaufen. So. Diese Sachen, da habe ich mich immer noch nicht entschieden, ob ich die bei eBay reinsetzen soll. Oder ob ich sie auch in die Altkleidersammlung gebe. Ich schätze mal, dass ich so ein paar Sachen, so diese Sachen hier, die man so leicht verschicken kann, dass ich die bei eBay reinsetze. Aber ansonsten spare ich mir das und packe sie in die Altkleidersammlung. Weil manche Sachen lohnen sich auch nicht. Weißt du, manche Sachen, die verschickst du nicht. Weil das Porto viel zu teuer sind und die Klamotten auch gar nicht mehr den Wert haben. Und dann denke ich mir, dann spare ich mir das,
da machst du jetzt keinen großen Aufriss drüber. Komm, das packst du jetzt weg, weil es lohnt sich nicht. Naja. So, ich habe aber noch was anderes bei eBay reingesetzt. Seht ihr das? Ich habe hier noch drei Lampen, weil ich habe euch ja gesagt, dass ich Lampen angebracht habe und dass mir die nicht mehr gefallen. Stimmt, die gefallen mir tatsächlich nicht mehr. Ich habe die mal aus der Not herausgekauft, weil sie billig waren und ich irgendwelche Lampen brauchte, die ich in meiner Wohnung aufhängen konnte. Ja, die habe ich jetzt bei eBay reingesetzt für 15 Euro. Hauptsache alles weg damit. Und ich kaufe mir neue, weil ihr seht ja, guck mal, so sieht das gerade aus. Hier sind Baustellenlampen drin, ne? Und soll ich euch was sagen? Die Baustellenlampe ist schöner als dieser Scheiß. Naja, kann man nichts machen. Das sind so Sachen, die mache ich halt auf dem Sonntag, weil du gewisse andere Sachen nicht machen kannst. Hier hinter ist nämlich mein Schreibtisch, der sieht nämlich auch total geküsst aus. Weil ich habe nämlich auch noch Büroarbeit, die ich noch machen muss, wo ich auch eigentlich gar keine Lust zu habe. Aber manche Leute gehen dann richtig auf den Senkel. Die wollen halt ständig irgendwas haben, irgendeine Auskunft. Und in dem Fall sind das Leute, die sich 10 Jahre nicht gemeldet haben, die dann plötzlich merken, oh, da ist ja noch jemand, der ist ja selbstständig. Und dann werden Kontakte, die 10 Jahre alt sind, reaktiviert. Und die Leute gehen dann auf den Senkel, weil ihnen plötzlich nach 10 Jahren einfällt, oh, die Person existiert ja auch noch. Ja, nervt mich total, aber ich muss mir die Zeit dafür nehmen. Na gut, nehme ich mir die Zeit. Ich schätze nicht, dass ich Montag noch zur Post komme, aber spätestens Dienstag liegt es dann in der Post drinne. So, das war's von mir auf den Sonntag. Ich beende den Blog jetzt hiermit, den Vlog. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr diesen Vlog seht, starten wir schon wieder in die neue Woche. Also wünsche ich euch einen richtig schönen neuen Wochenstart. Genießt die Zeit. Erholt euch gut. Startet schön in die neue Woche. Abonnieren des Kanals nicht vergessen. Und wir sehen uns dann am Montag und am Donnerstag. Und das sind die zwei neuen Termine. Auf Wiedersehen!